Im heutigen Video wollen wir uns den Unabaweed Timer Pro anschauen. Komischer Name für eine ganz einfache Sache. Es ist eigentlich ein Kurzzeitwecker, kann man sagen, der im Minutentakt bis hin zu 60 Minuten eigentlich eine Kurzzeitwecker-Einstellung hat. Zusätzlich hat man über dieses rote Feld die Zeit sozusagen im Blick. Das Einstellen geschieht hier ganz schnell vorne über diesen Drehknopf. Und je nachdem, wie es eingestellt ist, piept der Wecker 30 Sekunden oder 3 Sekunden. Ansonsten ist dieser Wecker bekannt aus dem pädagogischen Bereich, also im Umgang mit Kindern, Arbeitszeit in der Schule oder Serienzeit zu Hause, Hausaufgabenzeit oder für was auch immer, wo die Kinder konzentriert arbeiten sollen. Für uns Erwachsene ist das ganze Gerät interessant, weil manche ja von euch ihren Alltag oder ihren Arbeitsalltag, gerade im Homeoffice jetzt während Corona, entsprechend timen, dass sie kleine Zeitabschnitte haben, wo sie sagen, ich möchte jetzt 15, 20, 30, 40 Minuten ganz konzentriert für eine Sache arbeiten und dann wird der Timer gestellt, Flugmodus ein und Arbeitsflow sollte losgehen. Der Timer an und für sich funktioniert in der Regel auch ganz gut. Man hat eine Einstellung und dann gibt es einen kleinen, dezenten Ton. Ich mache den mal. Kann sein, ja, ich habe es ausgestellt. Schalte es mal an. Also das heißt, man kann ihn. Genau, das wäre sozusagen dieser Ton und den kann man auch von der Länge her einstellen, ob der 30 Sekunden gehen soll oder 3 Sekunden. Es gibt nämlich auf der Rückseite diesen kleinen Lautsprecher. Es gibt den 30 oder 3 Sekunden Wahlschalter und dann habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, dass ihr ihn in 3 Lautstärkeregelungen macht, nämlich ganz ausgeschalten, mittellaut und ganz laut. Auf der Rückseite seht ihr auch den Batteriedeckel, der ist zuschraubbar. Das hat den Vorteil, dass die Batterien nicht rausfallen können und Kinder auch die Batterien nicht rausholen. Der ganze Timer ist relativ robust gebaut. Zusätzlich gibt es hier noch so ein Silikonsleeve und dieses kann man abmachen. Und dann gibt es auch unterschiedliche Farben und auch wenn er runterfällt, dann hat man einen stabilen Halt. Wenn der Ganze dann piept, gibt es hier im oberen Bereich einen kleinen Druckschalter, wo man das Ganze ausschalten kann. Und dann verstummt der Piepton. An und für sich muss ich sagen, Timetimer, das Original sozusagen, kostet, wenn man dieses Design anschaut, um die 30 bis 40 Euro. Hier ist man mit guten 15 bis 20 Euro dabei. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm. Zudem auch das Design mich komplett überzeugt und auch die Funktion, dass ich hier im Gegensatz zum Original von Timetimer Klingeltonlänge festlegen kann und zusätzlich natürlich auch noch die Lautstärke. Mir persönlich gefällt das ganze Design und ich bin davon überzeugt und deswegen verlinke ich euch das ganz unten. Ich selber nutze auch meine Arbeitsschritte so, dass ich danach mich sozusagen time und meine Kinder bekommen das auch manchmal gestellt. Ansonsten muss ich sagen, manchmal ist es so, dass sich dieser Timer auch selbstständig macht. Ich achte eigentlich drauf, wenn ich ihn nicht benutze, dass ich ihn stumm schalte, denn manchmal gibt es hier irgendwie dann so einen Kurzschluss, weil hier ist ja am Ende, Kurzschluss in Anführungsstrichen, hier ist ja am Ende ein ganz normales Quarzwerk drin und manchmal zählt das trotzdem ab und dann piept es trotzdem, auch wenn ich es nicht gestellt habe. Was auch immer der Hersteller da eingebaut hat oder ich eventuell ein Montagsgerät habe, ich weiß es nicht. Das ist das Einzige, wo ich sagen muss, hey, Punktabzug. Aber ansonsten finde ich das Design wahnsinnig schön. Ich finde es super schnell einzustellen und das war auch der Grund, warum ich mir den neuen Timer geholt habe. Zusätzlich zu meinen kleinen Reise-Time-Timer. Ansonsten könnt ihr natürlich auch das Original kaufen. Ich verlinke euch auf alle Fälle das Produkt von Unabaweed mit der Größe von 10 x 10 cm und den kleineren, ich glaube 8 x 8 cm Timetimer. Da könnt ihr euch wählen, was gut ist, schaut einfach in die Rezension rein. Ansonsten wäre es das von diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß, Link zum Produkt unterhalb des Videos. Macht's gut!